Leute, herzlich willkommen auf den Astano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23 und ihr seht auch schon, ich bin in einem anderen Team, nämlich ich bin gewechselt nach Bayer Leverkusen. Ich war ja vorher bei dem RB Leipzig, dann war ich davor bei FC Bayern München und jetzt bin ich bei Bayer Leverkusen und ich habe ja gesagt, ich möchte einmal jedes Mal, wenn die Bundesliga zu Ende ist und alle anderen, will ich ja immer wechseln. Das heißt, wenn die Season beendet ist, wechsle ich dann einfach immer in ein anderes Team. Und das habe ich gemacht. So. Jetzt werden wir aber auch erstmal wahrscheinlich bei Leverkusen bleiben, bis halt wirklich die Bundesliga zu Ende ist. Ich würde sagen, wir starten auch direkt hinter das UEFA Champions League Spiel gegen Barcelona. Und ja. So. Gut. Wir haben auch 4 Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte, ich meine Skillpunkte. Ich habe auch, wie ich sehe, 20 Millionen Euronis. Die hätte ich auch gerne mal in echt. Ah, die Anzeige brauche ich nicht sehen. So, wir spielen nämlich jetzt auch von Anfang an. Ich habe ein bisschen offscreen weitergespielt, dass ich halt... Also ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, 27 Jahre alt in diesem Spiel. Und ja, ich muss ein paar Seasons überspringen tatsächlich, um überhaupt jetzt in so einem Team reinzukommen. War relativ schwer. Jetzt habe ich es aber geschafft und jetzt können wir auch loslegen mit dieser Season hier. So, wir haben auch Anstoß, das heißt, wir können auch direkt hier anfangen zu schießen. Und da habe ich außerdem weitergeschossen. Das passiert meistens, wenn man A drückt. So. Wenn wir jetzt das Spiel gewinnen, sind wir in der Gruppenphase auf dem ersten Platz aktuell dann halt, ne? Ich werde natürlich auch wieder offscreen ein bisschen weiter spielen, dass man hier nicht die ganze Season in Videos zu Ende spielen muss, weil sonst das einfach zu lange gehen würde und ich will eigentlich relativ jedes Spiel einmal, jede Fußballmannschaft einmal gespielt haben. Und ja, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Also passen wir den erstmal hier hin. Schön zu mir schießen. Und das war abseits. Ah, Mist. So. Ah, Mist. Wenn ich jetzt weiter lang gelaufen, dann hätte ich ihn reingehämmert. Aber egal. Oh, das war ein guter, geiler Schuss. Ah, Mist. Ah, wir kriegen das erste Tor schon noch hin, ne? Die Anfangszeit ist halt immer so ein bisschen scheiße. Gruppe G ist, wir haben auch alle 0 Punkte, wie ihr da oben links gerade sehen konntet. Aber nach diesem Spiel werde ich auf jeden Fall 3 Punkte haben. Hoffe ich zumindest. Man weiß es ja nicht. Ja, und da war dieser Kackspieler im Weg. Aber war ein guter Spielzug. Oh, ich hab ihn. So, jetzt aber. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ja. Ja, das ist das Tor. 1-0 für Bayer Leverkusen. Nice, nice. Ich weiß gar nicht, was unsere Ballbesitzquote ist, aber egal. Hier sieht man jetzt nochmal das geile Tor und ja, erwartetes Tor und 0,33. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, aber egal. Wir spielen weiter. 16:51 haben wir es hier gerade. Vorgestellt, mal sehen, wie sie reagieren. So. Setzt sich durch. Und da ist auch noch direkt das zweite Tor für Bayer Leverkusen. Das nennt man doch mal geil. Das ist doch schon eine geile Sache. So. Dann geht's mal weiter hier. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Also aktuell ist Barcelona nicht so gut. Aber wir verlieren ja auch die ganze Zeit den Ball. Jetzt haben sie eine Chance.
Da sind wir wieder. Mist, ich hätte nicht schießen können. Komm, Curry. Der umkreist diesen Typ einfach. Was zur Hölle? Sollst du mit zu mir? Ja, perfekt. So, jetzt renn, du Mannequin, ey. Das könnte vielleicht was werden. Ja, ich. Was für eine Chance! Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er reinging tatsächlich. Ich dachte jetzt, hä? Drei Tore in der ersten Halbzeit. Das kann man machen. Der Leverkusener Sieg wird immer realistischer. Damit liegen sie hier. 27. Minute sind wir. Anstatt er zu mir schießt, nö, der läuft einfach alleine weiter. Was für ein Spieler, ey. Mit dem freunde ich mich ja erstmal nicht an. Ah, aber egal. So. Oh, dass hier mal einen stören, das geht so einen auf den Sack. Der Ballverlust. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ah, Mist. Der ging in die Hose. Aber egal. Schlussphase der ersten Hälfte. Glaube ich gerade ein Nieser gehört, das war nicht ich. Was soll da noch schief gehen? Sie liegen klar vorne, machen hier, was sie wollen. Aus meiner Sicht eine erste Hälfte vom Allerfeinsten. Besser geht's kaum. Mann, ey. Erhalten, da zeigt er sein Können. Komm, schieß. Wir noch hier das 4:0 machen. Es rennt einfach nach vorne und schießt zu mir. Moussa Diaby. Den Zweikampf führt er sehr gut. Mist. Aua. Ich habe gerade gegen den Tisch gehauen. Das war nicht mit Absicht. Ich bleib einfach jetzt hier stehen und lass die Kollegen einfach mal laufen. Jetzt habe ich gar keinen Bock, jetzt hinterher zu rennen. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Richtig ja. Gut vom Torwart. Den hat er sicher. Aber na klar. So. Die Ballbesitzstatistik von Bayer Leverkusen sieht bisher natürlich wirklich überzeugend aus. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzt. Hä, warum ist denn jetzt hier faul? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist die Führung. Oh. Ja, das gibt eine gelbe Karte, glaube ich. Bitte zieh keine. Bitte, please. Oh, er hat mir keine gegeben. Danke. So, jetzt aber. Ich habe hier zwei Verteidiger hinter mir. Am Arsch hängen. Ah, Mist. Manchmal hängt dieses Bild. Ne? Also ein bisschen kacke, aber muss man halt mitleben. Noch eine Minute Nachspielzeit. Zieht einfach mal ab. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Ja, jetzt pfeift er ab. Okay. Drei Tore in der Halbzeit, das kann man doch auf jeden Fall machen. Und kann sich sehen lassen. So, machen wir mal weiter. FC Bayern hat auch ein Tor geschossen, wie ich hier gerade sehe. Ja. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Jetzt könnte die Chance entstehen. Ist. Kann sich durchsetzen. Jetzt können sie es machen. Oh Mann, ich wollte schießen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Bruder, die halten den aber auch nicht auf, ne? Die lassen den einfach laufen. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Da setzt er sich gut durch. Oder der macht einen flachen Schuss. Wie soll denn der Ball da reingehen, Kollege? So, Ecke kommt. Kein Problem. So muss man schießen. Es gibt einen weiteren Schuss. Egal. Immerhin haben wir ja schon drei Tore, ne? Oder wenn da Abwehr ist, wie willst du da durchschießen?
manchmal schrecke ich diese Spieler hier nicht. Schieß doch zu mir und nicht zu dem. Oh. Bernardo Silva. Tottenham Hotspur hat seinen Wunschtransfer also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. So, und dann geht der Ball auch rein, wenn man richtig spielt, Alter. Was ein Schmutz. Will ihn nicht zu mir passen, Alter? Egal, jetzt. Jetzt hat's funktioniert. Das 4-0 ist schon deutlich. Er kann dieses Duell gewinnen. Da hat er nur noch den Torhüter. So, 5 Tore. So, wieder ein Tor. Langsam ist voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulauf, was sie jetzt hier machen. Ganz bittere Nummer. So. Jetzt steht's 5-0. 5 Tore in einer Partie. Ich bin der Einzige, der hier Tore schießt. Oder die lassen den einfach laufen. Jetzt schießt doch den Ball weg, Alter. Bies. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Bayer Leverkusen. Dann geht es zu Hause gegen Stuttgart. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Was war daran faul? Ich habe den Ball berührt. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Vorne jetzt die Balleroberung. Dann geht er auch rein. Warum habe ich eine gelbe Karte? Hä, seit wann habe ich eine gelbe Karte? Egal. Vorteil aus diesem Fall. Aber jetzt kommt die Korrektur dieser Entscheidung. Freistoß. Setzt die Klasse durch. Die Chance jetzt. Da ist ja. Mist. So, weiter geht's. Jetzt habt ihr den ganz lauten Ja gehört, weil mein Bruder hier war. Leider musste der nämlich zu mir. Aber egal. Da kommt die Ecke. Und so wird das nix, den hält der Torwart natürlich. Mm. Und jetzt kommen frische Spieler, beide Mannschaften werden auswechseln. Zieht einfach mal ab. Boah. Ganz sichere Parade. Wieder ein Eckball. Der geht einfach nicht rein, der Kackball. Schießt er ihn rein. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ah, oh, da geht er vorbei. Der Schuss. Ja, das perfekt. Das war jetzt wirklich ein geiles Tor, ne? Das ist ein geiles Tor gewesen. 7-0. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu. Ah, ich hab den Ball verpasst. Wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Ball zu mir. Danke. Oh, wäre ich jetzt ein bisschen früher losgegrätscht, dann hätte ich den Ball gekriegt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. David. Er kann sich durchsetzen. Die Chance jetzt. Was? Dieses Tor will ich mir jetzt nochmal ansehen. Was ein geiler Zug das war. Erst so hingefasst und dann schön bei dem Torwart rechts rein. Das war wirklich geil. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. So, ein Tor mache ich jetzt noch und dann lasse ich mich auswechseln. Das war... Das war grenzwertig. Wenn er jetzt kein... Der Gelb hier gegen Barca, was hast du dazu? Ich bin mir sicher eigentlich. Das geht in Ordnung. Zu harter Einsatz. Da darf er sich nicht beschweren. Schieß rein. Bekommen Sie nur eine Chance. War ein guter Freistoß. So, jetzt drücke ich immer auf Auswechseln lassen. 6 Minuten haben wir hier noch. Da ist er da. Boah, ich fliege hier auch nun die ganze Zeit rum. Er gibt
Hä, warum kriege ich jetzt rot? Egal, ich bin eh schon draußen. Bayern haben sogar verloren. Lol. Okay, das nächste Champions League Spiel darf ich da nicht mitspielen. Egal, macht nichts. Weil das seht ihr wahrscheinlich eh nicht im Video. Also hier dieses Spiel gegen Benfica. Da darf ich nicht mehr mitspielen. Aber macht nichts, macht nichts. 12 Punkte haben wir schon. Ah, wir sind Gleichstand mit Frankfurt. Boah. Gucken wir mal kurz, wo wir bei der UEFA Champions League sind. Ja, wir sind auf dem ersten Platz. Oh, das ist kacke. Ah, das wäre wichtig gewesen, hätte ich da mitspielen können, weil ihr seht es ja. Ah, also entweder habe ich Glück, ihr seht das halt im Video nicht mehr. Oder ich bin dann in der nächsten Folge nicht mehr in der Gruppenphase auf dem ersten Platz, wenn wir verlieren. Aber mal sehen, was wird. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne Like haben und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.